Es ist 15 Uhr, Zeit die Siesta zu beenden. Wir sind wieder in Soschied, Potsdok 2017, im Land der Dichter und Denker. Die Dichter sind da gerade dabei, das Dach abzudichten. Die Denker, die kommen gleich auf die Bühne, würde ich sagen. Das nächste, was uns erwartet, ist die Kati mit ihrem Angebot Schläfst du schon? Und Kati schreibt dazu: Wir wundern uns gemeinsam über die kleinen und großen Rätsel des Lebens. Und wir finden Erklärungen dafür, die es so nicht in die Sendung mit der Maus schaffen würden. Impro-Theater für die Ohren sozusagen. Die Bühne frei für Kati und spontane Gäste. Jetzt ist aber mal Ruhe! Schläfst du schon? So, hi. Ich bin ein klein wenig aufgeregt, aber ich freue mich total, hier zu sein. Wer von euch hat denn Schläfst du schon mal gehört? Das ist super, dann muss ich gar nicht mehr viel erklären. Normalerweise erfinden wir im Duett verrückte Verschwörungstheorien zu alltäglichen Phänomenen. Also wir erfinden die nicht, wir decken die auf, ist klar, ne? Ist alles echt. Die Hoaxillas haben noch nie was widerlegt von dem, was ich gesagt habe in der Sendung. Es muss echt sein. Genau. Heute würde ich es gerne ein bisschen anders machen, wenn sich genügend Freiwillige finden. Und zwar haben von euch schon mal Leute diese Abendschau-Sendung mit der Maus gesehen, wo dann mal Armin, Christoph und Ralf Kaspers zusammen auf der Bühne stehen und zu einer Frage drei Erklärungen bieten und nur eine davon ist richtig? Das machen wir so ähnlich, nur komplett ohne richtige Erklärung. Das wird super. Wer möchte denn hier hochkommen? Der Mirko, super. Möchte noch jemand? Ansonsten mache ich das mit Mirko alleine. Es möchte bestimmt noch jemand. Komm, Daniel. Komm. Freiwillige vor. Der Daniel hat ja eh schon fleißig mitverschworen, ne? Also er hat zum Beispiel aufgeklärt darüber, dass diese kleinen Wesen in den Leuchtsternen, dass die Kinder von denen Lummerle genannt werden. Das fand ich total süß, genau. Ich war der allererste Kommentar, den ich auf dem Blog hatte. Das war total schön. Genau. Und zum Thema Goldbrand kommen von Daniel dann auch noch Enthüllungen in einer der kommenden Sendungen. Genau. So, zu zweit, das ist gut. Normalerweise ist es so, dass meine Gäste ein Thema mitbringen dürfen, von dem sie mir vorher nichts erzählen. Und dann spontan überlegen wir, was da dahinter steckt. Diesmal habe ich die Themen dabei. Und dann könnt ihr euch überlegen, was wohl dahinter stecken könnte, wie das zusammenhängt, welche Verschwörungstheorie sich dahinter verbirgt, die noch nie jemand entdeckt hat und die wir heute hier enthüllen werden. Genau. Mein Lautsprecher ist plötzlich laut geworden. Ist ja auch Lautsprecher. Sehr laut. Okay, egal. Genau. Wollen wir direkt anfangen oder wollt ihr euch noch kurz vorstellen? Mirko, möchtest du Ja, dich nochmal vorstellen? für den Fall, dass ich ihn noch nicht mitbekommen habe, wer ich bin der Mirko, hallo, auch genannt der Butler, mache die Podcasts Angegraben und das Geheime Kabinett und so vieles andere auch noch. Meistens verbringe ich die Zeit hier auf Bühnen. Sehr gut. Daniel. Ja, ich bin Daniel, bekannt von Puerto Partida als Taxifahrer. Ich darf mit Lara zusammen den Käsekeller-Podcast machen und so ein kleines bisschen selbst mache ich auch noch was. Sehr schön. Okay. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe Sachen gewaschen, bevor ich hergefahren bin, damit ich frisch gewaschene Sachen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kontrolliere ja immer alle Taschen von allen Klamotten, die ich in die Waschmaschine stecke. Und trotzdem sind hinterher Fusseln von Taschentüchern an den Klamotten. Obwohl ich alle Taschen ausgeräumt habe. Was denkt ihr, wo das. Habt ihr da eine Idee? Also ich habe das Phänomen, wenn ich meine Sachen anziehe danach, dann sind die irgendwie schmaler. Ich bin der Meinung, da kommen nachts so kleine Kalorien an und nähen die Sachen kleiner. Und das ist klar, dass die, weil die natürlich Stoff wegnehmen, muss der Stoff irgendwo hin. Und ich denke mal, da. Manchmal, wenn man sie dann ertappt, weil du irgendwie das Licht doch mal anmachst oder nachts doch mal raus muss, dann müssen die sich ganz schnell verstecken und der Stoff muss irgendwo hin. Und da können die den ganz schnell in den Taschen verstecken. Das war eigentlich logisch. Das klingt schon mal ganz gut. Ja, ich kenne dieses Fusselphänomen auch, obwohl ich gar keine Papiertaschentücher verwende. Also das muss irgendwo. Okay. Das ist ist vielleicht verdächtig. Ja.
Ist es vielleicht irgendwie so Schlafsand vom vom Sandmännchen, was der nicht verbraucht hat, dass es gar kein Papier ist, dass es nur so aussieht nach dem Waschen? Spannend. Wie kommt es dann in die Taschen? Naja, wohin denn sonst? Also ich habe das meistens sonst in den Augen, aber... ja, weil ich meine, das Sandmännchen selber hat es ja auch in Taschen das und das, was er nicht verbraucht, schmeißt er dann vielleicht. Meinst du, das Sandmännchen schmeißt seine Klamotten mit in meine Wäsche? Ja, der schmeißt den Sand bei dir in die Waschmaschine, genau. Das es kommt gar nicht aus deinen Taschen. Ja. Ach so. Ich meine, das Sandmännchen kann doch nicht einfach Sand von dir nehmen, dass er schon benutzt ist. Das ist doch unhygienisch. Das wäscht er vorher, um das dann wieder an den anderen zu bringen. Ich verstehe. Klar, dann bleibt natürlich so Zeugs übrig und dann ist das in den Taschen. Jetzt, wo du es sagst, klingt das völlig einleuchtend. Ja, und dann im Kontakt mit dem Waschmittel, ja. Dann flockt es vielleicht irgendwie so chemisch aus. Das könnten jetzt vielleicht die Herren vom Proton-Podcast genauer erklären, wie das dann chemisch aussieht. Da bin ich jetzt nicht so bewandert. Ja gut, aber wer kennt schon die genaue Zusammensetzung seines Waschmittels, ne? Ich meine. Und vom Schlafsand. Ja. Und wir kriegen hier gerade eine Verstärkung vom... Super. Weil da kommen gleich die chemischen Erklärungen. Vom Proton. Sehr. Ach, das ist ja schön. Hallo Uli, vom Proton. Hallo, ja. Ich bin jetzt doch mal auf die Bühne gekommen, weil das Thema interessiert mich brennend. Allerdings habe ich, das mit dem Ausflocken kann ich nicht so erklären, weil ich bin vom Proton eher so der elektrotechnische Teil. Aber ich habe eine ganz andere Theorie, wo die Taschentücher herkommen. Es gibt ja dieses Phänomen, dass man die Socken immer schön paarweise in die Wäsche tut. Ja, und wenn man die Waschmaschine dann ausräumt, dann hat man plötzlich einen einzelnen Socken, der hat kein Brüderchen mehr. Ja? Und ich habe die Theorie, dass es in einem anderen Universum Wesen gibt, die auf diese Socken angewiesen sind. Aber die wollen natürlich nicht nehmen, ohne auch was zurückzugeben. Und deshalb tun die uns dann diese Taschentücher so quasi als Ersatz mit in die Wäsche. Als Gastgeschenk. Ja, quasi. Und wissen gar nicht, was sie damit eigentlich hier anrichten. Als Tauschmittel. Ja. Wobei, da habe ich noch eine andere Theorie. Ich glaube nämlich, dass die Waschmaschinen sich von Socken ernähren. Das mit der Steckdose ist nur Tarnung. Die fressen nämlich diese Socken. Und das könnte natürlich sein, dass das sozusagen die Hinterlassenschaften der Waschmaschine sind. Damit das nicht so auffällt, verstecken die das in deinen Taschen. Das dürfte es sein. Dann hätte meine neulich aber Verdauungsstörung gehabt, weil da kam eine Socke raus, die ich vorher gar nicht reingetan hatte. Oh. Da wollen wir das jetzt nicht genau aufdröseln, wie das wieder zutage kommt. Also, ich hatte mit einem Pullover, der schon eine Socke transformiert wurde vielleicht. Ja. Oder so, ja. Obwohl ich hatte einen meiner Lieblingspullis seit einiger Zeit. Denk da mal drüber nach. Oder der hängt im Schrank von, wer war es gleich? Der Tim. Ne? Der Tim, also der hat ja mal fremde Sachen bei sich im Schrank hängen. Das haben wir ja in einer anderen Folge schon gehört. Das könnt ihr nachhören, wie das zusammenhängt mit dem Kleiderschrank-Hilfswerk. Vielleicht vermisst er jetzt auch irgendwie eine Socke. Es könnte sein, dass da ein Austausch stattgefunden hat. Wahrscheinlich wird immer eine verschwindet. Sehr schön. Stimmt. Also ich mache mir eher Sorgen, wenn die Socken auch paarweise wieder aus der Maschine rauskommen. Weil wenn drei von derselben Sorte rauskommen, dann wird die Sorgen machen. Ja, den Fall hatte ich auch schon. Vielleicht ist da ja dieser Teleporter von Puerto Partida mit beteiligt. Der hat ja schon mal so einen Kloneffekt bei den Offizios gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viele Socken meine Maschine so futtert, weil... Ich mache mir das ganz einfach. Ich habe nur eine Sorte Socken, die ich immer so im 24er-Paket kaufe. Und wenn da so einer fehlt, das kriege ich nicht so mit. Das ist sehr geschickt. Das habe ich auch versucht, aber dann kommen die nachher in unterschiedlichen Farben wieder raus. Also, in tiefschwarz, hellschwarz, angeschwärzt. Ja, in der Tat. Ich mache immer nur so zwei, drei Paar gleichzeitig auf. Und wenn dann zu viele von fehlen, werden die nächsten zwei, drei Paar. Das ist natürlich auch ein Trick hier. Ja. Muss ich mal probieren. Schön, aber das haben wir, glaube ich, klären können. Ja? Das haben wir gut klären können, Wo wir gerade bei Haushalt und so sind, ne? Ich meine Waschmaschine und so. Was mir auch auffällt, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich koche ja total gerne und so ein bisschen Handwerk. In der Waschmaschine? Nee, bisher nicht, aber es ist bestimmt gut, um die Nudeln abzuschrecken. Die sind nachher so abgeschreckt, die wollen da nie wieder rein. Naja, aber es ist ja so dieses, man hat so ein paar Küchenutensilien, die man immer braucht, ne? So ein paar scharfe Messer und Nudelsieb oder sowas zum Beispiel. Du hast scharfe Messer? Wow. Und es gibt aber auch diesen Küchengerätefriedhof. Kennt ihr den? Also dieser Friedhof der unnützen Küchengeräte. Nennt sich Schublade, ne? Ja, bei manchen reicht die nicht. Bei manchen sind es gesamte Ober- oder Unterschränke. Genau. Das Witzige ist, ich habe die tatsächlich, als ich eingezogen bin in meine Wohnung, mal alle aussortiert, die ich nicht brauchte.
Und dachte, jetzt ist der Schrank leer und aufgeräumt. Ich kaufe keiner. Aber trotzdem wird er immer wieder voll. Also da sind immer wieder irgendwelche neuen, unnützen Sachen drin. Hast du lebende Verwandte? Ja, ja, einige. Weil so fühlt sich meine Küche mit unnützen Plunder so. Ach, Bub, elektrische Zitruspresse, kann man immer gebrauchen. Da! Geschenke aus total der Hölle. Total praktischer Sandwichmaker, nimm! Braucht man ständig. Ja. Jetzt, aber mach nicht den Sandwichmaker schlecht, Daniel. Vorsicht. Oh nein. Beispielsweise, Abbildung ähnlich, Serviervorschlag. Aber ich hab eine Theorie, wie die Sachen zu dir kommen. Ist ja so, weil jeder so Zeug in der Küche hat, will man das ja loswerden. Nicht? Und das bei uns in Deutschland ist es ja mit der Mülltrennung so schwierig. Das haben wir ja auch schon gesehen. Das sind wir ja angeschnauzt worden, letztes Mal offensichtlich. Und da keiner so richtig weiß, wie man Küchengeräte richtig entsorgt. Ist das jetzt Plastik? Ist das jetzt Restmüll? Ist es vielleicht Bio, weil da noch was dranhängt? Wer weiß es? Und deine Nachbarn, die haben wahrscheinlich alle auch mal so einen Lockpicking-Kurs mitgemacht. Die kommen dann nachts bei dir heimlich rein und verstecken das in deinen Schränken. Weil die selber es ja auch loswerden wollen und dachten sich, na gut, dann muss ich es nicht machen. Da fällt es niemandem auf, wenn das da auftaucht. Weil jeder so Zeug der sich sicher. Ich bin gerade beunruhigt. Ja, schon, ne? Sehr. Du fliegst. Aber wo haben die diesen ganzen unnützen Kram her? Kaufen von ihren die Nachbarn. Ach so. Ja, ja, das wandert einmal rum. So, und wenn du jetzt an der Ringstraße um euren Altstadtkern wohnst. Oh Gott. Das wandert einfach von. Markier das mal, bevor du es bei deinen Nachbarn nachts in den Schrank machst und zähl mal die Tage, Monate, bis es wieder bei dir ist. Mhm. Das sollte ich mal ausprobieren. Ja, aber ich muss ja auch Leute geben, die Sachen dann wegschmeißen, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ewiger Kreislauf ist. Naja, oder kommen die irgendwie von der Müllhalde die dann von der Deponie wieder, müssen das Zeug ja auch loswerden. Ja, stimmt. Ein Teufelskreis. Ja, Mensch. Ja gut, ich gucke mir wenn ich das nächste Mal Sandwiches mache, gucke ich mir das Gerät mal ganz genau an. Man sollte die Dinger gelegentlich putzen. Ja. Ach, daher kommt das. Ich dachte immer, ich sei zu faul zum Saubermachen. Es gibt eine leckere Kruste, wenn man es nicht macht, aber. Gleich mal aufschreiben. Genau. Sehr schön. Es macht Spaß mit euch. Ihr solltet öfter vorbeikommen. Genau. Weg von zu Hause. Ich bin vor ein paar Wochen endlich mal wieder im Kino gewesen. Geht ihr regelmäßig ins Kino? Nicht mehr so häufig, wie ich mal so ging. Also mindestens fast jährlich. Ich verstehe. Ja, ich komme vor lauter Podcast-Hören eigentlich gar nicht mehr dazu, aber seit ich einen Sohn habe, der ist jetzt 6, kann das schon mal sein, dass man mich dann im Kino wiederfindet, wenn ein Kinderfilm läuft. Also. Okay. Ich stehe total auf Kinopopcorn. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Überhaupt nicht mehr. Ich muss das doch mal machen. Ich hatte nicht mal einen Job im Cinemax. Und dann bist du der richtige Ansprechpartner. Wahrscheinlich, ja. Ja, weil ich nämlich dachte so, ich probiere das ja auch dann manchmal zu Hause so für einen Filmabend, ne, Popcorn machen, hat sich Freunde eingeladen. Das schmeckt ja nie. Im Kino. Nie so wie im Kino. Mhm. Nee, das ist ganz klar, weil die machen dann noch die Reste der nicht abgerissenen Karten. Die werden zwar immer abgerissen. Die werden runtergemischt. Das gibt ein ganz besonderes, ja, natürlich, also kein ich glaube, sie verscheißert dich. Das würde ich nie glauben von dir, Mirko. Also deswegen, ich meine, du bist Wissenschaftler. Das ist klar. Deswegen, also, das ist einfach noch dieser Geschmack des Kinos, weil sonst kriegst du die nicht raus. Also du könntest natürlich noch überlegen, ob du dann noch irgendwie die Sitzbezüge von den, aber ja, das wollen wir jetzt nicht nachher ausmalen. Aber tatsächlich, um den Kinogeschmack herauszukriegen, macht man, deswegen reißen die halt auch die Schnipsel immer ab. Ne? Ich meine, warum sollten die sonst nicht machen, wenn du reinkommst? Die sehen ja, dass die Karte hast, warum sollen sie die abreißen? Ne? Aber die Schnipsel werden gesammelt und werden dann anschließend in diesen Prozess des Popcornmachens implementiert. Also werden die da bloß so durchgezogen Aroma geben, so wie man einen Teebeutel in heißes Wasser hängt und dann wieder rausnimmt? Oder ja, weil man die Spuren ja nicht findet. Ne? Das ist höchstens dann so ein bisschen Farbe noch dran, aber die werden dann aussortiert. Es hat auch mit dem Zucker zu tun. Also der wird ja traditionell oben auf der Projektorlampe karamellisiert und das ist eine Temperatur, die du zu Hause nicht hinbekommst. Richtig. Das sind ganz andere Röstaromen in diesem karamellisierten Zucker. Mhm. Zusammen natürlich auch mit der leichten Würze von diesem Staub, den diese Projektoren so. Mhm. Das ist ja quasi, sieht man ja immer im Licht, ne? Das ist ja quasi kein Staub, das ist ja
der Geist von 100 Jahren Filmkunst. Das ist ja stimmt, etwas, also ein intellektuelles Naschwerk. So ein bisschen Zelluloid fällt dann wahrscheinlich auch noch ab, nehme ich mal an. Ne? Ja, heute vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber... Das heißt, wenn ich während des Kinogenusses Popcorn esse, konsumiere ich quasi mehrere Filme gleichzeitig. Ja, deswegen ist es ja auch in Bezug auf den reinen Maiswert relativ teuer. Das muss der alles mitbezahlen. Das stimmt. Da wird viel, viel Aufwand getrieben. Ja, sag's dir. Ach, seid ihr großartig. Ach, ich mag das. Ja, wo wir im Kino sind, das sind ja die einzigen Klappstühle auch im Kino. Da gibt es ja diese Klappsessel, in denen man sich nicht die Finger klemmt. Oder? Hat sich schon mal jemand im Kino die Finger geklemmt am Klappsessel? Ich glaube, wir haben gar keine Klappsessel mehr. Ich glaube, wir haben normale. Echt? Ja. Tragisch. Darf ich den Herrn hinter der Kamera mal kurz... Kino Center Kehl, Klappsitze? Nee. Cinemax hat auch keine Klappsitze. Nee. Kann man sich da auch gar nicht mehr die Finger klemmen. Nee. In amerikanischen kann man es wieder, weil die haben so zum Teil so ausfahrbare Dinger. Und wenn du da die Finger nebendran hast, dann kann das passieren. Gut, das ist eine eher ungewöhnliche Haltung, aber das Schlimmere ist, dass man da kommt eher nicht wieder raus, weil die so, das ist wie so ein Fernsehsessel, also wirklich irre bequem. Und du überlegst, wenn ich noch ein bisschen liegen bleibe, könnte ich nochmal die Wiederholung sehen. Ja. Ich kenne den Film schon, aber ich will nicht mehr aufstehen. Aber wird dann nicht durchgekehrt, um da noch so das Restaroma fürs Popcorn einzuholen? Ja, deswegen musst du ja leider raus. Das ist das Problem, aber ja, tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Aber wie kommt das, dass man sich an Klappstühlen eigentlich immer die Finger klemmt, außer es sind Kinoklappstühle? Nur noch ein Physiker hier. Das ist die spezielle Mechanik. Also diese Kinostühle, die haben ja im Prinzip eine fest eingebaute Lehne und eine Konstruktion. Ja, die wird ja auch nicht bewegt. Das heißt, da muss man ja nur die Sitzfläche klappen und die ist auch noch gut gepolstert. Da gibt's eigentlich, also ich klemme mir regelmäßig die Beine ein, aber Finger noch nicht. Aber wenn man so einen Gartenklappstuhl hat, der ist ja komplett mobil, ja, und muss natürlich dann auch noch seine Füße ausklappen und so. Und ich denke mal, der menschliche Intellekt, und da will ich mich auch nicht ausnehmen, ist einfach damit überfordert, so eine komplizierte Mechanik zu bedienen. Der Klappstuhl ist zu kompliziert, aber wer hat den denn dann erfunden? Gottfried von Klapp. Ja. Nach ihm benannt. Ja, also... Erzählt mir mal mehr über ihn. Der wurde geboren, meines Wissens. Also am Anfang, glaube ich. Damals. Ja, ganz am Anfang. Damals bei seinen Eltern. Und wuchs dann, die genaueren Umstände habe ich jetzt auch nicht so parat. Ich meine, er wuchs auf und an irgendeinem tragischen Punkt seines Lebens. Es hat zusammengeklappt. Ja, und hat aber gleichzeitig auch so einen Hass auf die Menschheit entwickelt, dass er also diesen ersten Klappliegestuhl, den hier mit dieser Stoffbahn in dem Holzrahmen, den man, wo es zwei Möglichkeiten gibt, den zusammenzuklappen und erst der dritte funktioniert. Das hat er konstruiert, um sich zu rächen, weil er einen Hass auf die Menschen hatte. Also ich glaube ja nicht, dass er das böse gemeint hat. Ich glaube, der hatte einfach nur eine Inselbegabung für mechanische Systeme, die unser Eins halt nicht hat. Das ist natürlich auch möglich. Man soll ja eigentlich immer erst ans Gute im Menschen kommen. Ja, auf jeden Fall. Und im Endeffekt hat es gar nicht mitgekriegt, dass das zu kompliziert für Normalsterbliche ist. Ja genau, der wusste das gar nicht. Ja. Wie mit den Softwareprogrammierern. Ne? Der fing ganz einfach an, hat sich einfach wie so ein Tuch auf den Boden gelegt, wie so ein Badetuch, und das war noch ganz einfach verständlich. Und dann wurde das bei ihm so schrittweise komplexer, dass der gar nicht mehr gemerkt hat, wie komplex es für einen Neueinsteiger in die Materie am Ende dann ist. Es eskalierte schnell. Ja, genau. Also wenn man quasi einen Klappstuhl selber bauen würde, würde man sich nie wieder die Finger einklemmen? Wenn man das einmal von Wenn Grund du die Konstruktion, die Mechanik selber konstruieren, entwickeln würdest, richtig. Also es ist zwar kein Klappstuhl, aber ich habe mir tatsächlich einen Stuhl selbst gebaut, an dem ich mir noch nie die Finger geklemmt habe. Der hat einfach es ist eine Lehne, gleichzeitig auch der vordere Fuß, und die hat zwei Löcher. Da stecke ich dann die zwei Zinken von der Sitzfläche rein, das ist dann der zweite Fuß. So ein Wikingerstuhl, wie man auf Mittelalter merken. Die sind zwar nicht zum Klappen, aber die kann man auch gut transportieren, und an sowas klemmt man sich auch nicht die Finger. Das stimmt, ja. Ja, und man kann sogar selber festlegen, wie hoch die sind. Also ich habe meinen so gebaut, dass ich bequem sitzen und einpennen kann, aber gleichzeitig auch, wenn ich Lust habe, Gitarre zu spielen, mich da auch aufrecht draufsetzen und Gitarre spielen kann. Also selbst ist der Mann. Halt mal bitte die Hände hoch. Hast du beim Bauen Finger verloren? Wenn du sie schon beim Nutzen des Stuhls nicht verlierst? Nein, also meine Finger sind völlig intakt. Alle neun sind da. Sogar, ich habe sogar fast alle Fingernägel, die ich zum Zupfen der Saiten brauche.
Ja. Wobei ich jetzt die Frage interessant fände, wenn ich jetzt versuchen würde, deinen selbst konstruierten Stuhl zusammenzustecken, dann würde ich mich vermutlich damit umbringen, weil ich eben nicht organisch reingewachsen bin. Das ist ja die Erklärung. Ja. Man kann nur Stühle zusammenbauen, die man selber gebaut hat. Ja, das kann deswegen, natürlich sein. Also wir können jetzt hier leider keinen Feldversuch machen, weil ich den nicht mit habe. Aber verschieben wir aufs nächste Podstock. Ja, nächste Podstock bringe ich dir mal mit, dann können wir das ausprobieren. Nächstes Podstock gibt es dann die Klappstuhlprobe. Genau. Und Ikea ist so erfolgreich geworden, weil sie nämlich das ist vielleicht das Missverständnis. Genau, und Ikea hat Geld gemacht damit, dass sie Klappstühle erfunden haben, die man trotzdem benutzen kann. Ja, die man selber auch baut. Man baut sie ja selber auf, das ist ja das Prinzip dahinter. Deswegen, weil man sie selber gebaut hat, kann man sich nicht die Finger klemmen. Es sei denn, man stellt es blöd an. Dann, ja, so wie ich. Oder ich. Möchtet ihr da mehr drüber erzählen? Nee, das ist zu peinlich. Okay, alles klar. Okay. Super, es macht echt Spaß mit euch. Ich bin begeistert. Ich hatte mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Ich musste gerade mal drüber gucken. Oh ja. Auf dem Herweg und auch schon die letzten Wochen und Monate. Es hängen ja überall Wahlplakate rum, ne? Wahljahr 2017 und so. Ja. Gibt es irgendwo eine Regel, die besagt, dass die Fotos von den Politikern unbedingt hässlich sein müssen auf den Wahlplakaten? Ja, das ist festgelegt im Bundeswahlgesetz von 1907. Das hat eine ganz lustige Geschichte und zwar, ich hoffe, ich kriege es hier noch zusammen. genau, weil nämlich der Sieger der Wahl von 1906, der war ein Schönheitskönig. Und da haben dann alle dagegen danach protestiert und gesagt, das kann nicht sein, nur weil der so ein schönes Gesicht hat und nachher doch ein unfähiger Politiker war. Das ist unfair. Wir wollen auch unfähige Politiker, die nicht gut aussehen. Und daher ist eben dieses Gesetz erlassen worden, dass jetzt alle unfähigen Politiker auch so aussehen müssen, wie sie sind. Und deswegen müssen alle hässlich sein. Das ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, auch logisch. Einfach Gleichheitsgrundsatz. Ich hörte eine andere Erklärung, wenn ich das kurz. Ja, also bitte. Es ist ja nun so, bei so einer Wahl stehen ja mehr Kandidaten zur Auswahl, als dann später nachher auf die erfolgreichen Posten kommen. Ne? Da bleibt ja ganz viel erfolglos übrig. Die müssen ja auch gucken, wie sie zu irgendwas kommen. Deswegen fangen die an, die Fotos zweit zu verwerten nach erfolgloser Wahl. Und weil sich rausgestellt hat, die Lizenzgebühren für Stockfotos, für Vorher-Models, für plastische Chirurgie und sonstige Sachen, die werden am besten bezahlt. Deswegen werden die Bilder so, dass man die gleiche, also das typische Vorher-Model eben. Das macht natürlich Sinn, ja. Und das, vielleicht ist es so eine Mischung aus beiden. Ja, und vielleicht auch ein bisschen mit diesem historischen Background, dass man sich daran erinnert hat, als die Zweitverwertungsmöglichkeiten erschlossen hat. Und diese aufgekritzelten Schnurrbärte und Brillen und sowas sind dann die Vorschläge der Schönheitschirurgen schon, was daraus werden kann? Das sind die Vorschläge der Bevölkerung. Das ist quasi dann so Crowd Intelligence, dass die sagen, okay, das würde gut aussehen und das könnte man mal probieren. Und so eine Zahnlücke, die ist stark im Kommen. Ja. Ich glaube, bei den Leuten hat sich auch ein bisschen da eingesetzt, je hässlicher die sind, desto besser sind die als Politiker. jedenfalls ist die große Hoffnung, weil bislang, ich meine, wenn man so mal guckt, wen wir an Politikern bislang hatten, die sahen ja alle nicht so richtig dolle aus. Und die dolle aussahen, die sind ja dann auch nicht so richtig erfolgreich gewesen. Also weißt du denn, was aus dem Schönheitskönig von damals geworden ist? Der ist dann nach Amerika ausgewandert und dann verliert sie da die Spur. Schade. Ich glaube, er war noch lokalpolitisch mal tätig. Irgendwo so als Ortsrumsteher von so einem kleinen Goldschürferdörfchen. Als Ortsrumsteher, das stimmt. Ja. Das könnte gewesen sein, ja. War das die offizielle Bezeichnung? Ich glaube, ja. Denke auch. Sehr gut. Sehr gut. Location Rum Stender. Ist er dann dort, ne? Genau. Rum Stender, yeah. Genau. Was habe ich denn hier noch? Ach genau, ich hatte noch... Also bei der Sendung mit der Maus ist ja mal erklärt worden, wie die Streifen in die Zahncreme kommen, ne? Dass man da dieses Zeug so reinschmiert in die Tube und dann erst das Weiße rein. Aber warum macht man die eigentlich in die Zahncreme, die Streifen? Warum macht man die Streifen rein? Ich glaube, es ist, um den Karies zu verwirren.
Weil der, das ist wie bei den Zebras. Ne? Also die Zebras haben ja Streifen, damit die in der Steppe nicht erkannt werden. Also das ist kontraindikativ, aber intuitiv heißt das Wort nicht indikativ. Aber das ist tatsächlich so, die Zebras, dadurch, dass die Luft da flirrt, kann der Löwe in der Entfernung das Zebra nicht so gut sehen, wenn es gestreift ist. Und so ist es mit dem Kariesbakterium auch. Das kann dann nämlich nicht sehen, wo es geputzt ist. Sieht die Zahnpasta nicht kommen, kann sich nicht in den Zahnlöchern verstecken. Und dann kann man es dann gerade mit der Bürste noch so erwischen. Das ist der einzige Hintergrund. Da. Ja, und die gestreifte Zahncreme, die erhöht natürlich auch die Akzeptanz für das Zähneputzen bei Kindern, weil die halt an diese weiß-bunt gestreiften Sahnebonbons von Vivil erinnert. Und da denkt sich das Kind, oh, Süßigkeit und ha! Ja, aber müsste das dann nicht nach dem ersten... Oder so Zuckerstangen ist ja auch so gestreift. Ja. Ne? Aber werden Kinder dann nicht nach dem ersten Kosten enttäuscht? Nee, aber... Kinder vergessen ja schnell. Die vergessen schnell, aber irgendwann fangen die dann an, sich mit die fangen dann irgendwann an, sich mit so einer Zuckerstange die Zähne zu bürsten und denken, sie tun sich was Gutes. Das erklärt große Teile meiner Kindheit, ja. Ja, wobei der Trend geht ja jetzt doch eher zu einfarbigen Zahncreme, auch bei Kindern. Also ich meine, ich habe ja einen 6-jährigen Sohn und für den ist das nicht wichtig, wie die Zahnpasta aussieht, die da rauskommt, sondern für den ist halt nur wichtig, was auf der Tube ist, ja. Also mit Drachenzähmen leicht gemacht, Aufdruck. Drachenzähne leicht gemacht? Ja, ja. Das Lustige ist ja, der Protagonist, also zumindest der Drachenprotagonist, heißt ja ohne Zahn. Ne? Und auf der Zahnpastatube von meinem Sohn ist halt genau dieser Drache drauf, ja. Die Wärmeträger. Ja, der ist, ja, selbst mein Sohn stutzig geworden. Ja. Das verstehe ich. Wir wissen ja nicht, was der Drache mit der Zahnpasta sonst macht. Ja. Ja. Vielleicht ist die auch nur für Milchzähne gedacht. Das, klar, also wenn einmal alle Zähne das erste Mal rausgefallen sind, dass man dann die große Zahncreme braucht. Dachte, aber eher, für Milchzähne müsste doch dann irgendwie hier diese Puddingkuh Paula eigentlich abgebildet sein. Mit den braunen Flecken. Also ich glaube, eine gefleckte Zahnpasta hat noch keiner hingekriegt. Das wäre vielleicht noch eine Marktlücke. Das könnte man mal probieren, oder? Was dann auch zu den Zähnen wäre. Ja. Spannend, Mann. Ja, aber nee, der ohne Zahn als Werbeträger auf der Zahncreme ist schon. Das ist auch schön. Ja, aber bei Bob der Baumeister mit so einer großen Baggerschaufel so Ruinen einreißen und so. Ja, der soll ja was bauen, eigentlich. Obwohl, der ist eher im Straßenbau tätig, ne? Der Bob, der Baumeister. Planiert eher, oder? Der planiert. Ich habe die dritte Staffel noch nicht zu Ende gesehen. Ja, wir können ja jetzt mal überlegen. Wir können ja jetzt mal überlegen, was ein geeignetes Motiv für eine Kinderzahnpasta wäre, so für auf die Tube zu drucken. Also früher gab es ja Karies und Baktus. Ja, ja. Und das ist eher negativ gestaltet. Die gibt es auch heute noch übrigens. Ja, tatsächlich. Ja. Okay. Erinnere mich noch. Fandst du so traurig, dass sie am Schluss irgendwo so auf dem Meer verschollen waren? Und, die sind wiedergekommen. Wiedergekommen? Ja, ja, ja. Es hat ein Happy End gegeben. Ja. Sie wurden gerettet. Ach. Sind aufgegriffen worden von einem der Rettungsboote der Titanic. Ah, ja. Also ja, das ist natürlich dann, hilfreich dann, ja. Bevor die da so auf so einem Klavier-Oberteil, ne? Genau. Genau, genau. Nee, und dann sind sie dann doch wieder. Erst getrennt, also es waren zwei verschiedene Rettungsboote, Karius in die eine Richtung, Baktus in die andere. Und jetzt wandern sie quasi durch die Welt, um sie wiederzufinden. Also es ist so ein halbes Happy End bisher. Ach, okay. Gibt noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung, ja. Aber es gibt Sat.1, bitte melde dich nicht mehr, die könnten ja jetzt helfen. Chiffre gestreifte Zahnpasta. Melde dich. Genau. Genau, ja. Schön, ja. Ach, herrlich. Sehr, 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 sehr schön. Und dann war ich jetzt in letzter Zeit viel mit Ämtern beschäftigt. Und das bekannteste. Danke. Ja. Es ist ein Thema für sich. Das bekannteste Formular ist ja das A38er, ne? Das kennen, natürlich, kennen wir alle. Asterix und Obelix, ja. Ja. Aber das lag nirgends aus. Haben die sich das ausgedacht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, Asterix sind ja historische Aufzeichnungen. Ist ja quasi Höhenmalerei auf Papierform. So ist das. Ich meine, als Archäologe kenne ich mich da natürlich aus. Es ist ja so, du brauchst ja ein besonderes Formular für die A38. Sonst kriegst du das ja gar nicht. Also wenn es einfach ausliegen würde, wäre es ja zu einfach. Ach, das stimmt. Deswegen, das ist so wichtig, dass man es nicht einfach auslegen kann, sondern man muss natürlich vorher ein Formular ausfüllen, in dem du beantragst, dieses Formular auszulegen. Sonst kommst du ja gar nicht ran. Ist ja irgendwie logisch, wenn du drüber nachdenkst. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber auch dafür lagen keine Formulare aus.
Nee, weil dafür brauchst du wieder das Formular B49, das wiederum in einem Aktenschrank hinter einem verschlossenen Keller, Kellertür in Alpha Centauri ausliegt. Wenn du da nicht selber hingehst, um deine eigene Belange musst du dich schon selber kümmern, also bitte. Also das ist ja nicht gerade, als ob du Umgehungsstraße durch dein Haus gebaut hast. Das Formular zur Beantragung des Schlüssels für den Schrank, das hat der Praktikant zwar kopiert, hat das aber aus Versehen mit nach Hause genommen. Und, da kommt auch keiner so einfach dran. Ich glaube, den Erstkontakt musst du auch über diese intuitive Elster-Online-Web-Oberfläche starten. Da gibt es dann Unterpunkte und ich glaube, da kannst du das ganze Prozedere überhaupt erst anleiern. Aber dazu müsste ich ja ins Internet. Ja. Also, ich meine, ich komme ja ins Internet, aber die Ämter kommen doch nicht ins Internet. Das stimmt allerdings, ja. Weil die haben ja, deswegen heißt das ja Elster, haben dressierte Vögel dafür. Ja. Die binden dann diese Nachrichten, die sie gerne ins Internet senden wollen, also als Upload, an die Füße der Elstern, schicken die los, in der Hoffnung, dass sie dann ins Rechenzentrum kommen und dort dann eingetippt werden. Da gibt es leider ein bisschen Spund zwischendurch. Okay. Ja. Also ist das, ich dachte ja immer, dass diese waren das nicht mal Brieftauben? Ja, aber die Brieftauben hat man eingestellt, weil man dachte, es ist zu große Betonung des Pazifismus und das wollte die CSU nicht mehr haben. Das hat die nicht durchgesetzt. Ja. Hm. Deswegen ist Elster auch schwarz, ne? Also merkst du selbst. Wenn man drüber nachdenkt, ja, ne? Also muss man ja nur mal hingucken. Alles logisch, ist offensichtlich, man muss nur mal hingucken, das ist richtig. Ja. Ja, und die Taube wird ja auch eher zivil eingesetzt und natürlich möchte man sich als Behörde da so ein bisschen davon distanzieren, dass man andere Kommunikationswege zur Verfügung hat als der gemeine Bürger und deswegen nimmt man da nicht einfach so eine schnöde Taube. Das, ja. Okay. Und diese Nachrichtenübertragung, hacken das die Vögel dann selber ein? Teils. Wenn sie vorher behördlich dazu zugelassen worden sind. Ich meine, das ist ja auch nicht so ganz ohne. Und daher müssen die natürlich einen entsprechenden Eignungstest durchlaufen. Wenn sie den nicht schaffen, dann muss leider ein Assistent bereitgestellt werden. Sind dann aber, also quasi die Eltern übertragen nach dann aber in Spechte, oder? Und andere Hackvögel. Spechte und Kolibris, die werden dann gerne benutzt, um von A nach B zu transferieren, ja. Weil Spechte ja eher noch in der telegrafischen Morseübertragung eingesetzt werden, oder? Gibt es hier noch die telegrafische Morseübertragung? Ich dachte, das hätten die jetzt von vor 3 Jahren versucht einzustellen. Ach, ich denke, wenn du genügend Geld drauf wirfst, das geht schon noch in irgendwelchen, sage ich jetzt mal, abgelegeneren Postämtern, also wie Kehl oder Sorschied oder so, da haben die das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass das schon eingestellt wurde. Und das da wird es noch weiter verwendet. Außerdem sind es ja verbeamtete Vögel und nur weil die müssen ja bis zum Ruhestand trotzdem weiter beschäftigt und gefüttert werden. Stimmt, und da kann man sich kann man sie eigentlich auch weiter morsen lassen. Vielleicht werden auch gar keine Telegramme übertragen, aber um die Tiere nicht zu verwirren, lässt man die halt einfach jeden Tag morsen und das sind die man bald immer hört. Ja, gab es da nicht jetzt letztens auch Versuche, Sprachübertragung mit Vögeln? Also ich habe mal irgendwo gehört, diese ganzen Halsbandsittiche, die im Rheinland so als Neozoen durch die Gegend fliegen und sich da schon etabliert haben. Ja. Ich glaube, die wurden ursprünglich mal angeschafft, um auch eine Sprachübertragung per Vogel zu etablieren. Nur hat man dann festgestellt, dass die das nicht so gut können. Und Seitdem werden die jetzt immer auf der lustigen Guillotine eingesetzt, nicht? In Puerto Partida. Das weiß ich jetzt nicht. Also es ist nur so, wirklich in Großstädten im Rheinland fliegen ganze Schwärme von Halsbandsittichen rum, so in den letzten Jahren. Wie war das geplant? Du schnappst dir einen, sprichst dann so 20 Sekunden drauf und dann lässt du den fliegen und dann spielt er das wieder ab, oder wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich mir so vorstellen. Ich meine, wir haben mittlerweile eine technische Lösung mit diesen Überkreuzmikrofonen, wie heißt das Ding? Zoom, glaube ich. Das ist ja auch schiefgegangen mit den Vögeln. Das hat ja nicht funktioniert. Ne? Aber unter dem Aspekt muss man sagen, ist Puerto Partido ja eigentlich Vorreiter, weil da funktioniert das ja mit den Vögeln. Ne? Also. Offensichtlich, ja, genau. Also ich glaube, das Problem waren bei größeren Datenmengen, wenn es nicht in einen Vogel reingepasst hat, dass die ihre Flugreihenfolge dann verändert haben und dann kam die Nachricht total zerwürfelt beim Empfänger an, weil die sich gar nicht mehr einig werden konnten, wer jetzt zuerst schwätzen darf. Und daraus entstehen diese Spam-Mails, die man nicht versteht. Wenn man das umsortiert, dann, das sind die Vögel, die durcheinander geraten sind in der Reihenfolge. Woher kommt das? Weil du vorher keine, die Kekse nicht akzeptiert hast, also die Cookies. Das waren die Space-Cookies von Udo. Space-Cookies, genau.
Daher kommt das. Ja, daher da kommt kommen das. Die natürlich durcheinander. Das ist nee, ist klar, ja, da ja. können die Vögel nichts für. Ist das nee, richtig? Nee. Moment. Ja. Oh, schön, dass wir das klären konnten. Ich bin total, ich kann jetzt viel ruhiger schlafen heute Nacht, nachdem wir das geklärt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also. Solange diese Vögel nicht vor meinem Fenster sitzen, die machen euch einen unglaublichen Krach. Im Gegensatz, zu den heimischen Tieren, die eher melodisch singen. Von denen habe ich irgendwie auch gerade irgendwelche vom Balkon. Ich weiß auch nicht, wo. Die versuchen euch wichtige Nachrichten zu stellen, Leute. Ja, die und machen Frequenzmultiplexing. Nachrichten und Socken. Nein, das ist Frequenzmultiplexing. Das müssen wir nur richtig entschlüsseln. Dann verstehen wir das. Ich glaube, meine Firewall ist zu stark eingestellt. Gibt es bei dir öfter Grillhähnchen? Ja, genau. Ah, sehr schön. Ich danke euch vielmals. Es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ja, und, selbstverständlich, wenn andere wissenschaftliche Formate von dem Erfahrungsschatz profitieren wollen, wenn also, weiß nicht, Minkorrekt oder so mal Berater braucht, also selbstverständlich. Wir stehen zur Verfügung. Kommt genau, durch. Die Erstberatung ist gratis. Und, also ich kann euch als Experten auch nur weiterempfehlen. Es ist Wahnsinn. Ja, und ich bedanke mich dafür, dass ich so spontan noch dazukommen durfte. Ja, wir sind immer froh über Experten, die sich zur Verfügung stellen. Also das ist vielen, vielen Dank dafür. Es ist immer gut, wenn man Verstärkung bekommt, weil nee, 3 Experten oder 4 Experten ist klar, was sicherer ist. So. Also ja, auf jeden Fall. Jetzt können uns die Hoaxillers gar nicht mehr widerlegen. Nee. Die sind in der Überzahl. Da müssen die sich einmal warm anziehen. Da müssen die warm anziehen, genau. Schläfst du schon?